Chef.
das war einfach so magisch, magisch, magisch und ja, einfach so, so besonders für mich. Und hätte mir jemand vor 3 Jahren gesagt, hey, du hast bald so eine große Community, nimmst dein eigenes Hörbuch auf, fahrst so weit weg, damit du das kannst, hätte ich das niemals, niemals, niemals für möglich gehalten. Und ich habe echt auch jetzt langsam ein bisschen überlegt, soll ich dir das eigentlich so erzählen? Weil, ja, meistens geht es ja hier nicht so um mich als Person, sondern hauptsächlich um eure Entspannung. Aber, ja, um mich und meine Selbstliebe, Selbstwert ist es hier nicht so gut gestellt, beziehungsweise sehr, sehr schwierig. Bevor ich diesen Kanal hatte, habe ich mich halt nicht so viel getraut, beziehungsweise auch nichts gewagt. Und das lag einfach daran, dass ich ja einfach ganz ein schlechtes Selbstwertgefühl habe, weil es in meiner Vergangenheit ja, viele Menschen gab, die mir das Gefühl gegeben haben, nichts wert zu sein. Und ich war als Kind und Jugendliche sehr, sehr übergewichtig. Und es gab sehr viele Menschen, die mir aufgrund meines Aussehens das Gefühl gegeben haben, nichts wert zu sein. Ich will jetzt nicht emotional werden. Ja, und das hat halt alles so ein bisschen so tiefe Spuren und Namen hinterlassen. Und war eine schwierige Zeit, weil ich halt ja sehr, sehr übergewichtig war. Ich wog zum Beispiel mit 10 mehr als jetzt mit fast 30. Deswegen tue ich mir persönlich sehr, sehr schwer damit, wenn mir so viel Liebe entgegengebracht wird, weil ich das oft nur so verinnerlicht habe, als ob ich es nicht wert wäre, dass mir das zusteht. Da könnte ich nicht reden. Sanfter Einstieg. Hallo, schön, dass du heute hier bist und ich dich auf dieser entspannenden Reise begleiten,
aber auch leiden darf. Keine Sorge, ich werde nicht die ganze Zeit sanft sprechen, sondern hauptsächlich flüstern. Und hoffentlich kann ich dir so beim Entspannen und Einschlafen behilflich sein. Genau, das war kurz der Einstieg. Ich werde euch gleich noch mehr zeigen. Das war